wunderschönen guten Tag hier vom Wanderfritz und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder unterwegs in der böhmischen Schweiz. Ich bin heute unterwegs mit Bekleidung im schönen Kartal. Wir sind heute unterwegs auf dem Felsenpfad hier im Kartal. Ein wunderschöner kleiner Weg, vor allen Dingen für Kinder sehr, sehr gut geeignet. Hier kann man schön klettern, kraxeln, schmale, enge Pfade, es geht Treppen, Leitern nach oben, nach unten. Ein wunderschöner Weg. Wenn ihr dabei sein wollt, dann jetzt entspannt auf der Couch oder im Sessel zurücklehnen, Kuchen oder Gebäck reichen, dazu Kaffee oder Tee. Und ich würde sagen, es geht los mit dem Wandertag. Also, auf geht's. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Start ist hier am kostenlosen Wanderparkplatz im Ort Kujow oder auf Deutsch auch K. Es geht dann hier vorbei an der Dixmühle ein Stück hinein in das wunderschöne K-Tal. Und hier unweit des Ortes geht es dann links hinauf in die Felsen. Hier beginnt der eigentliche Felsenlehrpfad. Und den sollte man sich unbedingt mal anschauen. Für groß oder klein ist der wunderbar geeignet. Hier gibt es viele kleine Leitern, Treppen zum Hoch- und Hinabsteigen. Hier kann man auch noch eine wunderschöne Rast machen, um dann hier am Ende wieder in das Körnitschtal zurückzukehren. Hier geht es noch vorbei am sogenannten Weinkeller. Und von da ist es auch nicht mehr weit wieder zurück Richtung dem Ort K. Hier am Anfang des wunderschönen K-Tals steht die Dixmühle. Sie wurde 1571 erstmals urkundlich erwähnt, war eine Mahl- und Schneidemühle. Sie wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut und heute ist es ein wunderschönes Wohnhaus. Der Felsenpfad ist auch Teil des Kögler Naturlehrpfades. Rudolf Kögler, der 1899 in Krasnalíba, also Schönlinde, geboren wurde, erbaute diesen 1941. 1945 geriet er nach der Vertreibung der Sudetendeutschen in Vergessenheit, aber wurde 2006 neu eröffnet. Und wer diesen Kögler Naturlehrpfad einmal wandern möchte, der kann dies gerne tun. Er ist ca. 12 Kilometer lang und beinhaltet 39 Informationstafeln. Das ist ja nur ein kleiner Teil von den Stufen. So. Alter Schwede. So. Oh Gott. Ja. Ich passe durch, ja. Aber Kreuze. Dicker darfst du ja nicht sein. Er ist ja gar ein Geländer zum Festhalten. Krass. Aber das ist eine ordentliche Treppe hier. Aber
Jetzt schau, aufpassen, wo du hintrittst. Oh Gott. Pass ich durch. Ah. Gottes Wille. Ja. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, hier geht's weiter. Wir kommen jetzt quasi hier irgendwann wieder runter ins Tal und gehen dann zurück. Konradstal. Ganz schön neu gemacht hier alles. Ach, hier ist die Bank.
So, steiler Anstieg. Treppen nach oben. Und ein bisschen vorsichtig sein. Weil nass und rutschig. Genau. Perfekt, ja. Pause. Und hier an diesem wunderschönen Rastplatz hat ein Holzschnitzer wunderschöne Statuen aufgestellt, hier vom Uhu. Dann gibt es einmal den Wanderfalken hier zu bestaunen. Der Kolkrabe ist auch noch ein Vertreter der heimischen Vogelart und natürlich auch der doch sehr scheue Schwarzstorch. Ei. Ei. Ist das für die Schale? Gib mir so ein Detail bitte für die Schale. Achso, du meinst ja hier. Ist das hier mit meinem. Ist das ein Löffel oder ist das. Just so. Frühstück haben wir es uns verdient. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das schmeckt mit dem Frischkäse und dem Schinken. Ist total lecker. Ich finde das gar nicht so schlecht. Schmeckt gut. Und an diesem Rastplatz, ungefähr 20 Meter weit weg, gibt es hier noch diesen wunderschönen Aussichtspunkt zu genießen. Hier hat man noch einen wunderschönen Blick in das Kartal. Hier thront eine Flagge auf dem Felsen. Cool. Da ist eine Flagge auf dem Felsen drauf. Schöne Eiche hier. Krass. Jetzt wird es interessant hier unten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einen Rucksack absetzen muss hier. Das müsste gehen. Hier musst du dich klein machen. Am besten die Luft holen. Aua! Schubs, schubs.
durch. Warte. Alter Schwede. Da geht's runter, ja. So. Alter Schwede. Der Blick von hier oben. Das ist echt krass. Krasner Lipa steht hier drauf. Mit der Dixmühle hat meine Wanderung heute begonnen und mit der Dixmühle soll sie auch enden. Also, das war's für heute hier von meiner kleinen, feinen Wanderung im Kartal und auf dem Felsenpfad. Ich muss sagen, eine wunderschöne Wanderung für groß oder klein, jung oder alt, auf jeden Fall machbar. Ein bisschen Kondition mitbringen. Ihr habt ja gesehen, die Wege sind doch schon sehr schmal und steil. Viele Stufen, viele Leitern, aber wunderschön. Einfach traumhaft hier, dieses Kartal oder auch der Oberteil des Kornetztales. Ja, wie gesagt, wenn ihr hierher kommt, ja, gibt es einen kostenfreien Parkplatz hier im Ort K oder Kujow, wie er heißt. Wenn ihr bei Zeiten da seid, dann kriegt ihr dort auch einen Parkplatz. Es sind nicht viele Parkplätze, aber die sind kostenfrei. Genau gegenüber zahlt ihr für den Tag 80 Kronen und dort ist auch ein bisschen mehr Platz. Also wie gesagt, wer bei Zeiten kommt, der findet auch auf jeden Fall einen freien Platz. Gut, ihr Lieben. Das soll es von mir gewesen sein. Hier auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wenn ihr richtig cool seid, betätigt ihr einfach mal die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Abenteuer gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bei Facebook könnt ihr gerne auch was kommentieren und bei Instagram seht ihr wie immer das ein oder andere Foto. Wenn ihr mich bei meinen Abenteuern unterstützen wollt, dann könnt ihr dies tun. Hier unten ist nochmal eingeblendet der Link, der in der Videobeschreibung steht, zu meinem PayPal-Spendenkonto. Dort könnt ihr mir eine kleine Spende dalassen, wenn euch dieser Film oder die Filmreihe gefallen hat. Die Höhe der Spende bestimmt ihr selber. Wenn ihr was zu meiner Ausrüstung wissen wollt, dann gerne auf meine Internetseite gehen, auch nochmal hier eingeblendet, www.der-wanderfritze.de. Dort gibt es einen Reiter Ausrüstung und dort findet ihr alles Wissenswerte zu meinen Ausrüstungsgegenständen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Samstagnachmittag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche, bleibt alle gesund. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen pünktlich 15 Uhr. Auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Abenteuer. Und bis dahin sagt Tschüss, euer Wanderfritze.